Was machen wir heute Schönes? Wir können natürlich versuchen, den Greedy-Mode abzuschließen. Aber ich habe noch einen viel besseren Vorschlag. Wir könnten auch nicht versuchen, den Greed-Mode abzuschließen. Was will ich denn davon halten? Mal machen wir Tainted Eve, Mega-Satan. Los geht's. Los geht's. Das Gimmick von Tainted Eve war, dass wenn wir länger feuern, dann kommen kleine Blutbändchen. Au. Und ich sterbe gleich. Und die greifen für uns mit an. Alternative Spaß haben und was erreichen. Ach. Also, das ist hier gerade kein Spaß haben und was erreichen. Wenn hier nicht Ankh wäre, wäre ich gerade wirklich stinkig. Aber weil Ankh da ist, sage ich, ist okay, ist okay, ist okay. Fuck. Ist okay, ist okay, ist okay. 49 Monate von Dagger, er resubbt, wie wir lieben Dank. Oh, da war direkt ein Stein vor mir. Das fand ich gar nicht okay. Finde ich gar nicht nett. Nein! Nein! Komm doch her! So, Tainted Eve finde ich am Anfang immer sehr nervig. Wenn man erstmal ein paar nette Items hat, wird der Charakter ganz nett. Hättest du mal Ankh mitgenommen? Ich will nicht Blue Baby werden. Naja, dann würde ich noch am Leben. Ich wüsste nicht, warum ich einen Blue Baby Run machen würde. Ist ja richtig langweilig. Wenn man erstmal weiter vorangeschritten ist, ist Tainted Eve ganz nett. Aber bis es soweit ist, bisschen nervig. Nö. Natürlich habe ich der fucking Champion zweimal getroffen. Warum seid ihr da drüben? Oh mein fucking Gott. Komm, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Weiter geht's, ist okay. Außerdem von The Moon. frischer Sub, wie lieben Dank. Wie lieben Dank. Ich hasse das Spiel so sehr, ist schon selbst das Sonntag. Jedes Mal, wenn ich im YouTube Community Post einen Streamplan gemacht habe, wo natürlich auch selbst das Sonntag stand und sowas, gab es immer ein paar massiv komische Kommentare. So, jetzt habe ich geschrieben, ja, selbst als Sonntag ein bisschen nervig geworden, hören wir auf. Da gab es auch wieder ein paar. Ich glaube, das ist von Leuten, die den Post in ihrem Feed sehen und absolut nicht wissen, worum es geht. Und es ist komisch. Okay. Ja, das war ein Run. Schocker, dass der so ausgegangen ist. Naja. Ich hab den Trailer angeschaut zum Elden Ring DLC. Haben wir zu Beginn des Streams gemacht. So, kann ich diesmal bitte nicht Brittle Bones finden. Oh Gott. Bob's Curse. Ja, warum nicht? Ich mochte den Run. Das stimmt, niemand mochte den Run. Der Run war... Ja, war echt... Der war halt nichts, keine Ahnung. Weil ich war aufregend. Es war halt nur Basic-Tränen. Es waren Basic-Tränen mit einer etwas überdurchschnittlichen Feuerrate. Das war alles. Es war halt ein echt langweiliger Run. Würde ich einfach mal so spontan behaupten. Versuch am Anfang auf das Knife zu gehen.
Was meinst du für auf dem Weg zu Mana oder was? Oder Mom's Knife? Was für Knife? Wenn auf Mom's Knife gehen, das wäre erstmal eine Leistung. Der Run by Purist? Ein Stück weit. Ich meine, das Problem ist, der letzte Goldtraum, der wäre sehr wichtig gewesen. Der hätte vielleicht was Cooles drin sein können, aber naja. Naja. Tainted Eve Knife. Das gute Tainted Eve Knife. Ah ja, da war irgendwas. Stimmt, da war irgendwas mit. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Du hast Moms Heart, wenn du nur ein halbes Herz hast. Moms Knife, wenn du nur ein halbes Herz hast. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich will auch nicht auf Low HP gehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da bleibe ich lieber bei dem, was ich hier habe. Gute Pille, los geht's! Yeah! Ah ja, ich hab goldene Bomben. Hoppla. Hoppla. Oh, und noch ein Soli. Noch ein Soli zum Nachspülen. Das ist es doch. Dann wollen wir noch den Super Siggy mitnehmen. Dann noch das Eternal Heart. Und ich würde sagen, der Run ist im... Der rollt. Er rollt los. Er wird nicht aufzuhalten sein. Ja, Brittleborn war ungefähr mit das schlechteste Item, was ich für Tainted Eve hätte haben können. Ah, will ich schon noch in den Shop rein? Ah ja, nehmen wir nichts mit. Dann wiederum, wir könnten noch ein paar Sachen wegsprengen. Nichts. Nichts. Etwas. Nichts, naja. Der Morgi-Bild. Was ist der Morgi-Bild? Habe ich einen Lieblingscharakter in Isaac? Nicht direkt, glaube ich. Keine Ahnung, ich wechsle so viel durch. Es gibt natürlich Charaktere, die spaßig sind, welche, die nervig sind, aber... Ja, Crawlspace suchen? Nee. Es ist ja nicht mal garantiert, dass einer überhaupt erreichbar für mich ist. Zwei Schlüssel mehr als 5 Cent. Seht ihr? Und deswegen will ich die Räume nicht haben. Nee, der war okay. Der war okay. Drei Bomben und der ein Schlüssel für zwei Schlüssel. Das war tatsächlich in Ordnung. Ach komm, nehmen wir das auch noch mit. Unerwartet okay war das. Ah, das Ziel des Runs ist, ich will zu Mega-Satan. Mega-Satan Tainted Eve könnte vielleicht sogar einen guten Unlock haben. Ich muss sagen, dass Mega-Satan bei den Tainted-Charakteren immer das Zeug hat, was auf der Ebene selber Unterschiede macht. So, können wir den bitte erwischen? Jetzt merke ich aktuell sehr stark, dass meine Feuerrate sehr viel niedriger ist als beim letzten Mal. Beziehungsweise, dass sie beim letzten Mal sehr überdurchschnittlich hoch war. Schau ich das an. Das ist ja nichts. Nichts ist das. Komm, lila Körper. Lila Torso. Na ja, ich habe ein bisschen zu viele von denen verloren gerade. Ich habe zu lange draußen gelassen. Ist ein extrem cooler Unlock. Ey, ich bin gespannt. Ich mag den Raum hier übrigens nicht. Okay. Also, Goldraum! Ist okay. Ne, warte, ich habe gar keine Map auf der... Ach, ich habe gar keine Map hier.
Ist ja richtig nervig. Das bringt mir nicht mal was. Oh Gott. Geh bitte. Wie habe ich keinen Schaden genommen? Soll ich hier öfter einfach in die Ecke gehen und ganz viele von den Blobs spawnen? Vielleicht ist das Erfolgsrezept. Oh, das gute Spelunky-Item. Bisschen Spelunken. Goldene Bombe! Soul Heart wäre nicht übel. Ich glaube, ich nehme nichts mit. Und mit der goldenen Bombe können wir natürlich trotzdem Secret Room suchen. Ja, wir haben eine Menge goldene Bomben aktuell. Was gut ist, weil meine Bomben ziemlich stark sind. Oh, gesegneter Pillenpool? Macht keinen Unterschied. Und auch schon wieder Liberty Cap. Oh nein, mein Blob! Er lebt aber noch. Okay. Will ich sonst noch was wegsprengen? Ich meine, ich könnte nach einem Crawl Space suchen, aber... Nee, du. Das muss jetzt nicht sein. Spelunky ist leider auch ein absolut unspaßiges Spiel, dann kaufe ich absolut bereue. Ja, ich weiß nicht. Spelunky 2 ist super schwer, aber es ist schon ganz spaßig. Oh, okay. Hier werden mir einfach ein paar Dinge geschenkt ohne Grund. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Hm. Oh oh. Komm schon. Spring doch wenigstens das dumme Gift rein. Oh, die Feuerrate ist so scheiße. Ugh. Spinnen? Eklig. Ja, du hast die Mechanik vergessen, aber wenn du die Klotz zurückrufst, dann machen die auf dem Rückweg Schaden, was vor beim Marmfight am Anfang gut sein kann. Ich glaube, das habe ich nicht vergessen. Ich glaube, das habe ich nie gemacht. Oder? Ich habe mir vorgestellt, dass ich das nie zu meinem Vorteil genutzt habe, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das so machen soll, dass das mir wirklich weiterhilft. Da ist auch jemand, der meine Bomben zu schätzen weiß. Bumm. Und weg mit dir. Ja, diesmal nehmen wir es mit. Aber hauptsächlich, weil ich dafür eine Menge rote Herzen bekomme. Und dann gehen wir weiter. Und Spelunker Set leistet gute Arbeit. Also haben wir hier. Oh, fuck. Epic Fetus. Das ist ja sogar der Gute. Burp. Na, lass mal die Pille, die brauchen wir nicht nochmal. Das ist ja sogar der Gute Fötus. Das ist nicht der Doktor, das ist der Epische. Problem ist nur, wir müssen irgendwie fliegen, um daran zu kommen. Und ich kann aktuell nicht fliegen. Oh Gott, der Damage ist auch... Der ist auch nicht gut. Ah, wie lernen wir am besten zu fliegen? Wie bekomme ich spontan am schnellsten die Fähigkeit zu fliegen? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das mal alles mit.
Sag mal, ihr Fliegen. Wollt ihr mir beibringen, wie man fliegt? Das würde ich sehr zu schätzen wissen. So ein bisschen hinter den Fliegen fliegen und dann fliegen, fliegen und fliegen. Ihr wisst schon. 9 Volt. Nicht übel. Oh, okay, 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 okay. Nichts, was mich fliegen lässt. Ich kenne einen gelben Schwamm, der fliegen kann. Glaube ich nicht, dass der fliegen kann. Ich habe schon viel gesehen von den Städtern mit ihren Flugmaschinen. Und was ich noch nicht gesehen habe, ist, dass da mal was Gutes bei rauskam. So sieht es nämlich aus. Wo ist Johnny, wenn man ihn mal braucht? Braucht man ihn gerade? War schon wieder ein Soulheart? Oh, da ist Johnny. Ich habe ihn... Was ist mit den Soulhearts hier gerade? Ich habe ihn gefunden. Backstabber so als random Item zu finden, natürlich ziemlich gut. So am Rande. Wegen dem Fliegengedöns, der hätte es perfekt aufgeschrieben. Ach so, was ist mit den Soulhearts hier gerade? Was soll das denn? Warum, was? Habe ich jetzt 4 Soulhearts gefunden hier? Unglaublich. Absolut unglaublich. Okay. Pentagramm Tier 3. Ja. Ja, doch. Bisschen Purgatory, warum nicht? Das ist tatsächlich eine gute Arena, um gegen den Engel zu kämpfen. Leuchtende Hände bedeuten Kreuz. Leuchtende Hände bedeuten Kreuz. Ja, das war gut. Der hat sich ein bisschen in den blauen Flammen verloren. Ah, will ich hier noch was machen? Wir gehen noch in den Challenge Room. Soll ich mal Learn to Fly 2 im Stream spielen? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Learn to Fly 2 mal als Super Mega Random Flash Game gespielt, oder? Ah ja, wir haben nicht gelernt, wir haben nicht fliegen bekommen. Shit. Ich nehme mal Tür zu Mine, vielleicht liegt da im Vorraum eine Karte. Nee, wir haben noch ein paar Räume vor uns. So ist es ja nicht. Ist ja noch nicht alles vorbei. Oh, der Backstabber mit so vielen Tränen kommt tatsächlich zur Geltung. Schlüssel. Lemon Party. Speed down. Nichts, was mich fliegen lässt. Da bin ich nicht high auf meinen Höhenfliegern hier gerade. Nein, warum habe ich... Ich wollte die eigentlich zurückrufen. Ich wollte nicht die Pille einsetzen. Na egal. Eine Bombe für 4 Cent nehmen wir mit. Vielleicht hängt Man im Shop. Nee, der Shop hat eine Pille. Der Shop hat leider eine Pille, aber in der Kiste könnte einiges drin sein. Und es sind 2 Schlüssel. Das ist alles noch nicht ganz das, wonach wir suchen. Okay. Hier ebenfalls nicht. Geh doch weg. Oh mein fucking Gott. Das ist so dumm. Was sollen wir denn machen, wenn die einen in die Ecke drängen? Vor allem in dem Raum. Wie hätte man in dem Raum am besten ausweichen sollen? Schien mir ein bisschen unsinnig zu sein, ehrlich gesagt.
Schauen wir noch hier rein. Hat sich nicht gelohnt. Und ich stand noch lang genug drin, damit ich noch ein weiteres halbes Herz verlieren kann. Wir können noch die Bloodbanks in die Luft sprengen. Maybe eine Bombe kicken. Für was? Meinst du gegen die kleinen Würmer? Gegen die Maden? Komm, spreng beide weg. Das hat sich hier gelohnt. Ja, ich würde sagen... War uns nicht ganz vergönnt. War uns nicht ganz vergönnt. Ich meine, vielleicht ist natürlich die wichtige Pille in der grauen Kiste drin, aber das werden wir nie erfahren. Und weiter geht's. Außerdem von Alter, 49 Monate. Resub, wie wir lieben Dank. Außerdem von Bearded Chef, 12 Monate, ein Jahr. Dark King, 65 Monate. Und von Yaseku, 39 Monate. Resub. Wie wir lieben Dank auch dafür. Also der Raum ist ein bisschen Abfall. Die Tatsache, dass von dem für die Ebene auch noch eine Version gibt, die begeistert mich nicht. Ich dachte, wir hätten diesen Raum für diesen Run hinter uns gelassen. Mann, lag ich falsch. Da kommt er einfach direkt nochmal. Aber ich konnte beweisen, dass ich gelernt habe, wie man mit ihm umgeht. Ich habe mir den Tipp mit der Bombe zu Herzen genommen. Okay. Sick Room ist hier nicht. Ich muss sagen, Spelunkers Head. Nicht das beste Item, was man haben kann, um Secret Rooms zu finden, aber auch nicht das schlechteste. Die Tatsache, dass sie mir schon angezeigt werden, ist ziemlich... Was zum Fick war das gerade? Ist ziemlich gut. Warum ist der instant gestorben? Naja. Aber wegen dem Backstabber-Schuss. Wenn der mal richtig reinschmettert von 5 Tränen auf einmal... Oh, die Gegner bluten auch nach dem Backstabber. Hatte ich einen Damage-Up in dem Run? Ja, genau, ich hatte Pentagramm. Was auch meine Angel- bzw. Devil-Chance etwas erhöht. Das ist ja für sich auch schon mal eine ganz nette Sache. Was ist eigentlich mit den Geistern, die aus den Rissen im Boden kommen? Sind die okay? Das Gefühl, sie sind gar nicht mal so gut, aber... Ist wohl okay, wenn man zufälligerweise in der Nähe ist und dann einen mitnimmt. Zwei Schlüssel? Schlüssel haben wir auch reichlich in diesem Run. Ich finde echt mittelmäßig. Ja, ja. Habe ich schon Potato ausprobiert? Ich glaube, vor einem Jahr so hast du ein paar Mal Potato im Stream gespielt. Der Olle Greed. Ja, der Schaden war jetzt nicht so gut von dem Geist. Ach, gar kein Fan, dass Greed hier ist. Wir haben so viel Geld und wir können nichts damit anfangen. Vielleicht werden wir einem von den... von den Baggern ein bisschen was in den Rachen werfen. Ich wünschte, mir würde jemand was in den Rachen werfen. Haben wir ein paar Zuckerstangen-Fans? Ich weiß nicht, warum ich das gefragt habe. Niemand mag Zuckerstangen. Ich meine, Zuckerstangen sind ein Deko-Element, aber die sind keine Süßigkeit. Könnt ihr mir nicht erzählen. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr euch eine Zuckerstange kauft und euch sagt, oh, lecker, eine Zuckerstange. Glaube ich nicht. Glaube ich für nicht eine Sekunde. Bitte was? Wie bitte was? So ein Zuckerstangen-Fan. Ja, die Idee von Zuckerstangen ist besser als Realität. Sie sehen gut aus, aber sie sind es wirklich nicht. Ach, komm, machen wir den Boss direkt. Nee, machen wir nicht. Sind wir diesmal nicht so dumm. Aber es gehört doch zu Weihnachten. Tut es das?
Ich habe immer das Gefühl, Zuckerstangen sind so eine Sache, die wir... So ein US-Ding, das wir importiert haben, weil wir es aus dem Fernsehen kennen. Ich kann mich da täuschen. Ich hatte nie eine zu starke Bindung zu Zuckerstangen. Das sind jetzt keine Lebkuchen oder Spekulatius oder so. US-Ding, ja. Würde ich halt auch. Oh. 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 Das ist jetzt ein bisschen nervig, aber der Magic Mushroom hält mich komplett auf. Deswegen müsst ihr mir noch einen Moment Zeit geben. Okay. So nämlich. Ja, das stark. Starke Sache. Kann man nichts gegen sagen. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir hier nochmal rüber. Eine Moonkarte. Kein Hangman für mich. So, der hält mich auch um ein Herz auf. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen feuern. Der süße Damage-Multiplikator ist definitiv süßer als jede Zuckerstange. Ich glaube, ich werde das Bonehard eigentlich irgendwann mal loswerden. Das nervt mich ein bisschen. Oh, fuck, der hat... Oh mein Gott. Keine Jungs schmettern aber rein! Die machen schon Schaden! Jo, gehen wir direkt weiter. Ebene erkundet. Ebene fertig erkundet. Ich würde sagen, bei dem Run mit Backstabber und Magic Mushroom habe ich ein ganz gutes Gefühl soweit. Ooh, 25 Cent? Yeah. Ich will jetzt das Bonehard loswerden. Das nervt mich wirklich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, Tainted Eve ist nicht der Charakter, mit dem man Bonehearts haben will. Tut mir leid an die Tainted Eve Bonehard-Fraktion da draußen, aber fühle ich nicht. Fühle ich gar nicht. Starker Run übrigens. Wenn wir jetzt noch irgendeinen Tränen-Effekt bekommen, dann geht's richtig los. Bone Spurs. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das ist das, was ich vorhin dachte, dass wir es haben. Dank der 1. Na, den Boss können wir auch noch direkt machen. Dieses Mal haben wir wirklich Bone Spurs. Und nicht Brittle Bones. Stell dir vor, ich hätte nochmal Brittle Bones bekommen. Das wäre eine Bredouille gewesen. Oh. Au. War trotzdem cool. So, was haben wir hier? Das erste Keypiece habe ich schon. Dann holen wir uns noch mal eben das zweite. Weg mit dir. So. Ich würde sagen, der Run ist ein bisschen aktiviert, ehrlich gesagt. Wohin geht's? Wir wollen Mega-Satan machen. Der alte Mega-Satan will's wissen. Ich hoffe aber so sehr, dass wir noch wirklich irgendeinen Tränen-Effekt bekommen. Ich meine, fairerweise muss man natürlich sagen, Backstabber kann man ein Stück weit als Tränen-Effekt 10 lassen, aber ihr wisst, was ich meine. Und er hat gerade alle meine Blobs weggemacht. Fantastisch. Direkt alle wieder verloren. Ah, ja komm, die nehmen wir mit. Wollen wir nochmal Magic Mushroom Effekt hier drin haben. Mach mal Blobs mal nicht weg. So, ich sollte auch zusätzlich noch ein paar Soul Hearts finden. Oh Gott. Skin. Duct Tape.
Ne, Duct Tape bringt, glaube ich, nichts mit denen. Wir sind so oder so mehr oder weniger immer ein bisschen stuck auf der Stelle. Oh oh, oh oh. Ich mag den Raum nicht. Das ist doch Klopapier. Es sieht aus wie Klopapier. Ist es aber nicht. Ah, ich will auf jeden Fall noch zum Shop gehen. Ich glaube, der wäre noch eine ganz nette Sache, wenn wir sowieso gerade so viel Geld übrig haben. Tinted Rock, Tinted Rock. Ich sehe keinen Tinted Rock. Heute ist Last Epoch auf Steam erschienen. Soll besser als Diablo 4 sein. Spielst du es? Nö. Ich habe Diablo 3 auch nicht übermäßig viel gespielt. Ich glaube, ich bräuchte aktuell so ein Spiel nicht. Bin aktuell die Tage sowieso dabei, relativ viel Minecraft zu spielen auf dem Server. Bombe? Ein bisschen Minecraft Gaming. Oh nein. Oh nein. Wir haben zwei Eternal Hearts hier rumliegen. Das sind mehr als ich bräuchte. Will ich beides mitnehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir nehmen auch das mit. 10 Cent. Magic Fingers will ich nicht wirklich haben. Das ist okay. Das ist okay. Ich würde sagen, wir sind auch mit der Ebene soweit fertig. Ich könnte natürlich versuchen, noch ein Batterie-Item zu bekommen, aber... Ja, ist mir gerade nicht so, Da habe ich gerade keine Lust darauf, ehrlich gesagt. Also, indem ich bei dem Bagger alles einzahle, brauchen wir jetzt nicht. Und ich habe noch die Moon-Karte, die ich nicht vergessen sollte. Ja, Magic Fingers ist in Ordnung. Vielleicht werden wir es hin und wieder einsetzen. Beziehungsweise, ich werde es wahrscheinlich sogar wirklich einsetzen, wenn wir erstmal keine Shops mehr haben. Oh Gott. Einfach durch. Einfach durch den Raum durch. Gar keine Lust. Nochmal durch. Gar keine Lust. Auf den Raum habe ich auch gar keine Lust. Das ist ja ein Zufall. Das ist ja ein Ding. Und übrigens BFF, mein Gott. Ich glaube, BFF hat die Blobs ungemein stärker und größer gemacht. Das heißt, an dem Punkt... Wenn ich nicht noch wirklich einen sehr groben Patzer mir erlauben werde, was natürlich nicht zu unwahrscheinlich ist. Aber wenn ich das nicht machen sollte, dann sieht's gut aus für den Run. Dann sieht's aber gut aus für den Run. Mr. Mega. Health up, mein Gott. Wir bekommen hier aber auch alles gerade. Einfach alles. Ja, noch ein Soul Heart gratis. Warum nicht? Warum denn nicht? Manchmal hat man sich was verdient. Fehlt ja auch noch Delirium? Nein. Mir fehlt aber Hush, aber... Ich denke, der Zug ist abgefahren.
Magic Fingers oder die 20? Was meint ihr? Die 20 könnte halt in der... Wir nehmen die 20 mit für die Chest. Ich denke, DPS-technisch sollten wir gut dastehen. Und die 20 könnte in der Chest noch ganz nett werden. Wir hatten noch schon seit Jahren keinen Chest-Gamebreak mehr. Mit einem Charakter, der nicht Tainted Cain ist. Wird ja mal wieder höchste Zeit. Früher in der guten alten Zeit war das jeder zweite Run. Heutzutage einfach gar nicht mehr. Spaß ist nicht mehr erlaubt. Oh Gott. Wisst ihr, in dem Raum bereue ich es ein bisschen, dass ich Magic Fingers weggelegt habe. Wie kann es eigentlich sein, dass ich 17 Schaden... Ach ja, wir haben Synth Oil auch noch bekommen. Es ist so dämlich, dass ich wirklich Base Damage 17 habe. Wir machen das. Zwei Zehner sind natürlich verlockend, aber... Wir haben genug Geld für den letzten Shop. Brauchen wir jetzt alles nicht wirklich. Oh, der Geist schmettert rein inzwischen. Ja, das war ein guter D20-Raum. Ich kann halt direkt die beiden Items aus dem Shop mitnehmen und dann wäre immer noch was übrig. Ja, nee, wir haben mehr als reichlich Geld in diesem Run. Und nicht viel, wofür wir es ausgeben könnten. Dann wiederum. Ach, ich kann es nur einmal einsetzen. Naja, was bestimmt wert. Was ist die Pille? Paralysis. Nicht so gut. Dann nehmen wir noch ein Soli mit. Und dann donaten wir den Rest. Kein Lackup. Ist das nicht schön? Das Säckchen? Ja. Hätte eine Batterie drin sein können, aber... Ich habe auf Lackup gehofft. Was dann, wenn man es haben will, irgendwie nie kommt. Aber keine Sorge, ich habe das Gefühl, wir werden noch ein bisschen Geld auftreiben in diesem Run. Ich habe da so ein Gefühl. Ah, fuck, warte, haben wir gar keinen Raum mehr? Weil kann ich den D20 gar nicht mehr aufladen? Ich kann rausfuhlen. Oh. Wir machen das also schon wieder. Habe ich nichts gegen. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Neben Shop sind noch zwei graue Kisten. Ja, dafür muss ich Schlüssel ausgeben. Das ist mir ehrlich gesagt nicht wert für eine graue Kiste gerade. Vor allem, weil wir eh in die Chest gehen wollen. Ich habe eh eine Fullkarte. Hier am Anfang von dem Kampf gegen Mom's Heart hätte ich die einfach zu mir herholen sollen. Das war, glaube ich, vorhin gemeint. Oh oh. Das hat ja gerade so viel Schaden gemacht. Naja, was soll's. Wir nehmen das. Wir gehen rein. Naja. Naja, naja, naja. Wir hatten schon mal bessere Angel Deal Items, okay? Wir hatten schon mal bessere. Vielleicht werde ich den Schild aber sogar einsetzen, weil... Warte, wenn ich einfach nur spamme, drücke ich nicht schnell genug, um den Schild einzusetzen. Oh mein fucking Gott. Man muss wirklich schnell spammen, um den einzusetzen. Die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Ja. Ja. Ich denke, wir gehen einfach weiter, ehrlich gesagt.
Dann wiederum. Wir haben noch ein paar Herzen übrig. Das heißt, ich kann noch eben bei dem Demon Judgment ein bisschen was machen. Yes! The Pact! Für umsonst! 0,7 Tiers ab. Mächtig. Mächtig für diesen Run. Wisst ihr was? Eine Bombe für zwei Bomben. Gibt es keinen Grund, das nicht mitzunehmen. Man kann Brimstone reflektieren, by the way. Ich denke, der Schild ist super gut, wenn man ihn mal einsetzen würde, aber... Ich denke, in der Hitze des Gefechts nie dran. Lass mich hier noch das Zeug mitnehmen. Das Problem ist, dass ich nie dran denke, wenn es wichtig wäre. Ich dachte, du bist Isaac God Gamer. Das ist auch richtig so. Weiter geht's. Das ist eine komische Ebene gerade. Das perfekte Kreuz. Das ist wie in der Kirche, Freunde. Wart ihr schon mal in der Kirche? War cool, oder? Da fühlt man sich wenigstens noch verstanden. Och, sei doch jetzt nicht so. Dankeschön. Warum mache ich das Eternal hat die ganze... Warum wird das Eternal hat eigentlich instant zu so einem Blob? Das ist schon hart nervig, muss ich sagen. Das ist schon hart nervig. Tinted Rock, Tinted Rock, Tinted Rock, Tinted Rock. Ich seh kein Tinted Rock. Ich bin regelmäßig eine Isaac-Glaubensgemeinschaft. Fuck. Das ist einfach nur die normale Kirche an dem Punkt. Kirchen sind mir zu kalt. Weiß nicht, im Sommer kann es eine gute Sache sein. Im Sommer kann das doch eine ganz nette Sache sein. Lucky Penny! Oh, ich habe ein Luckset von 4, aber wir haben keinen Träneffekt, der von Luck irgendwie profitiert. Das heißt, das ist eine Sache, die ich mir persönlich noch wünsche, ehrlich gesagt. Au. Warum dachte ich kurz, dass... Oh mein fucking Gott. Unverdientes schwarzes Herz. Absolut unverdientes schwarzes Herz an dem Punkt. Träneneffekte kommen in der Chest? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, mit 4 Luck sollte ich auch eine Menge Zeug bekommen. Ich habe keine Ahnung, woran er gestorben ist, aber... Das wird schon stimmen, das wird schon stimmen. Ich wollte mich dude bei einem Barabend noch dazu überreden, zum Gottesdienst seiner katholischen Kirche zu kommen. Als ich Nein sagte, ist er von Tisch zu Tisch gezogen, um andere Leute voll zu quatschen. Richtig unangenehm. In der Bar wollte er Leute dafür gewinnen. Ich meine... Ist das... Ich meine, ich schätze, ist es ein okayer Ort dafür? Ich habe das Gefühl, es ist ein privates Unternehmen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er sollte nicht da sein. Ich habe das Gefühl, er sollte nicht dafür in private Geschäfte gehen. Was machen wir hier am besten? Wir machen das. Das Eternal Heart ist halt echt nervig mit diesem Charakter. Jedes Mal, wenn ich die Blobs zurückhole, kommt das... Oh.
Ja, komm, warum nicht? Eine Bar ist per Definition auch kein Geschäft, oder? Ich habe keine Ahnung, was die Definition von dem Geschäft ist. Ehrlich gesagt. Dort ist eigentlich eine Art Kulturzentrum für lokalen Kram und da gibt es hin und wieder Barabende. Ach so, okay. Oh, da wissen sie natürlich. Da ist natürlich, da kann man natürlich rein. Da können die nicht so einfach wegschicken. Oh, ich dachte gerade, es wäre noch ein Lucky Penny. So, dann würde ich sagen, wenn ich reingehe, werde ich R1 drücken. Nee, werde ich nicht, dass Mr. Fred nicht it lives. Und er nimmt eine Menge Schaden. Der alte Freddy. Magic 8 Ball. Naja. Naja, naja, naja. Gehen wir weiter. Ja, Mr. Fred ist einer der schwächlicheren Bosse. Das ist schon okay, das ist schon okay. Es verscherben jetzt schon Leute die Shadows of Erdtree Collectors Edition auf eBay für mehr. Ich meine, ja, ist halt... Ich habe mir einmal eine Collectors Edition gekauft. Ich habe sogar vorbestellt. Von Near Replicant. Dann war sie da und ich dachte mir... Ich denke mir bis zum heutigen Tag, warum habe ich die Scheiße überhaupt gekauft? Was soll ich jetzt damit? Was komisch ist, dass ich sowas sage. Aber irgendwie das Ganze... Der ganze Collector's Edition Grind, da sehe ich mich nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber das finde ich albern. Full Health kriege ich hier. Frage ist nur, wie weit will ich das gerade treiben? Was klingt bei Near Replicant dabei? Klingt potenziell interessant, würde man meinen. Da ist, sind drei Bücher drin, wo dann das gesamte Skript von, ich glaube, von Near, Kaine und Grimoire Weiß drinstehen. Wer will das Skript nachlesen? Warum? Also, beziehungsweise, was sie sagen von ihren jeweiligen Rollen? Wer will die Scheiße nachlesen? Dann irgendwie so Anstecker und es war richtig komisches Zeug. Ah ja, das Bonehard hätte ich mal loswerden sollen. Naja. Das war richtig komisches Zeug. Es sind eine Menge Tränen hier gerade. Bonehard werden wir gleich los, bestimmt. Mach mal auf. Okay. Okay. Warte. Okay. Sehr gut. Also. Wir wollen noch zu It Lives gehen. Was war los? Ey, Chat-Zeug. So ein Typ, der, ich glaube, er hat Selbstgespräche geführt. Ich weiß auch nicht. Es war komisch. Naja. YouTube ist immer ein bisschen eine interessante Chat-Erfahrung. Das ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung oftmals. Ist ein bisschen anders als Twitch, könnte man sagen. Tinted Rock oben rechts. Graue Kiste. Nein! Bei Fully neulich im Stream meint der Geräusche von sich ja. Ach ja. Was ist mein Lieblings-Tainted-Charakter?
Ich denke, Tainted Keeper ist super spaßig, weil er auch super viel umändert vom Konzept. Ey, mein Tainted Lilith ist super stark. Ich mochte es ehrlich gesagt auch immer mit Tainted Lost zu spielen. Milk. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Oh oh. Puh. Das ist ja. Das ist ja einer meiner Lieblingsräume. Ach ja, schön. Schön, 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 schön. War das nicht, war das nicht magisch? Das war magisch, oder? Trittst den Raum und direkt 5 Brimstones auf einmal. Irgendwo wäre bestimmt ein Pixie gewesen, wo man nicht getroffen wird. Ich konnte ihn nicht ausfindig machen. Springen wir weg. Wir haben so viele Bomben. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Das war der falsche Knopf. Das war nicht der richtige Knopf. Soulheart. Soulheart hätte ich auch... Ach, komm schon. Das hätte ich auch ein bisschen später geben können. Tears up, ist ganz nett. Jo, okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Polaroid habe ich dabei. Ich habe Polaroid. Wir gehen weiter. Wer der alte Spelunker-Set, der liefert und liefert und liefert. Ich hatte keine Lust, jetzt zum Tinted Rock noch hochzugehen. Hätte ich vielleicht machen können. Gibt es sein, dass ich eh nicht volle Herzen... Ne, Moment, ich hatte volle Herzen. Ne, schon okay. Schon okay, nicht zum Tinted Rock hochzugehen. Wenn ich mir das mal so erlauben darf zu sagen. Oh, das war nicht mal meine Absicht. Wir kriegen noch ein paar Tears-Ups. Spinnenhorn. Den goldenen Schlüssel, den könnte ich auf der nächsten Ebene ein bisschen gebrauchen. Dann wiederum. Ich glaube nicht, dass ich so viele goldene Kisten bekomme, dass ich wirklich mein ganzes Zeug aufbrauchen werde. Nein, nein, ich kann nicht. Okay, ist eh weg. Eh weg. Ist eh weg. Hat sich erledigt. Er ist eh tot. Er ist eh tot. Alles gut. Alles gut. Ich war schon verlockt, ihm ein paar Schlüssel zu geben, aber glücklicherweise hat sich diese Sünde direkt aus meinem Sündenpool entfernt. So, wo ist Isaac? Habt ihr Isaac gesehen? Ja, der gute alte Sündenpool. Da kann man einiges drin haben. Will ich überhaupt nicht haben für diesen Run, aber... Er bringt mir eigentlich auch keinen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt U gesagt habe. Das ist das erste von 3 Guppy-Items. Das hat mir gar nichts gebracht. Wann waren wir eigentlich zuletzt Guppy? Ich glaube, seit ich wieder Isaac bis angefangen habe, im Stream zu spielen, vor... Keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist. Ein, zwei Monaten wieder. Ich glaube, seitdem wurde ich nicht einmal Guppy. Aber ich gehe auch nicht oft auf Devil Deeds, muss man fairerweise sagen. One makes you larger. Ich denke, wir verzichten einfach mal darauf. Ich dachte übrigens, als ich bei Zombie diese eine, die Huge Growth Karte freigeschaltet habe, wofür man 5-mal größer werden muss. Ich dachte, dass ich da was super Seltenes gemacht habe, aber ich habe nachgeschaut und 15% aller Spieler haben das Achievement. Scheint also echt gar nicht mal so selten zu sein und ich würde sagen, da schauen wir nach dem Bosskampf nochmal hin. Scheint gar nicht so selten zu sein. Ich habe auf jeden Fall lang dafür gebraucht. Haben auch alle gegoogelt. Ich weiß nicht, was es, inwiefern es einem helfen oder
Ich kann es ja weiterhelfen, soll, wenn man danach googelt. Muss halt einen richtigen Run haben, wo es möglich ist. Ich ging gerade aus den... Ich habe ihn aus dem Laser rausgecancelt. Das war interessant. Okay, weiter geht's. Ja, heutzutage wird man nicht mehr Guppy. Gefühlt jedes Achievement haben zumindest 9% aller Spieler. Nein, die Achievements, die mit Tente-Charakteren zusammenhängen, die haben 5% aller Spieler. Auch dafür brauchen wir die Schlüssel. Wir haben herausgefunden, wofür wir die Schlüssel brauchen. Oh nein, das ist... Oh, das ist so gut. So wie immer. Einfach immer fantastisch. Fun Guy nehmen wir mit. Number 2 nehmen wir einfach mal nicht mit. Jetzt wird aber jetzt wird Schaden gemacht. Rotten Heart können wir auch mitnehmen. Nehmen wir alles mit. Yeah! Oh! Oh mein Gott, der Tractor Beam. Tractor Beam und Backstabber. Was? Was eine Combo. Das ist zumindest in dem Run speziell. Ich meine, warum nicht? Machen wir die Herzen voll. Machen wir die Herzen doch einfach voll. Auch wenn mir das Soul Heart jetzt nichts mehr bringt. Das war jetzt so gut. Ich meine, ich könnte das Soul Heart mit dem D20 rerollen, aber... Vielleicht finden wir dafür... Oh mein Gott, das war so stark. Vielleicht finden wir dafür auch was Besseres. Was? Also, ich sag's euch. Wenn wir bei Mega Satan Backstab hinbekommen, wird der so schnell down gehen. Ihr macht euch kein Bild, wie schnell der sterben wird. Das ist dämlich stark. Vor allem super viele Sachen, die ich hier mache, sind Backstabs, bei denen ich mir sicher bin, dass sie keine sein sollten. Razorblade. Nee. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ah, Delirium fehlt mir nicht. Delirium habe ich irgendwie irgendwann mal schon mitgenommen. D1 wollen wir auch nicht haben. Ich wünschte, das Rotten Heart würde mir nicht immer reingedrückt werden, wenn ich wieder meine Herzen zurückhole. Das ist eigentlich das, was ich am wenigsten haben will. Ja, Hourglass brauchen wir auch nicht. Aber 5,8 Luckstat. Der leistet auch ziemlich gute Arbeit dabei, eine Menge Kisten zu droppen. Nehmen wir mit. War es nicht wert. Na, wiederum, wenn ich meine Bombe werfe, wird die ziemlich stark sein. Aber ich werfe keine Bombe. Mr. Boom. Mit dem D1 kann ich Kisten verdoppeln. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich hoffe, ich kann mich in Zukunft etwas bessern. Easy. Uiu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 
Boso. Wenn wir Boso zum Auszahlen bekommen, dann geht's aber los. Okay, machen wir Blue Baby. Ich will sehen, wie schnell Blue Baby down geht. Oh, ich hoffe, dass wir zu Delirium kommen werden. Lohnt sich also gar nicht für Konsolen? Gibt ihr auf PC einige Mods, die paar Quality of Life Features mit sich bringen? Ja, du musst halt ohne... Also, ich würde sagen, das, was wirklich der Rede wert ist, sind die External Item Descriptions, womit du die Items eben direkt sehen kannst, was sie machen, aber... Ist nervig, das nicht zu haben, aber man kann damit leben, man kann damit leben. Ich würde sagen, es lohnt sich trotzdem. Oh, das ist so viel Feuer. Viel kommt natürlich generell auch immer mit der Erfahrung. Auf Switch nicht. Auf Switch gibt es kein Repentance, oder? War das eine Sache? Klingt nach so einem Switch-Ding. So, dann würde ich sagen, wir duplizieren nochmal eine Kiste, nehmen zwei Items mit und dann geht's zu Mega-Satan. Finger? Virus. Doch, gibt es? Okay. Läuft wahrscheinlich einfach nur scheiße auf der Switch. Ne, was stimmt mit der Switch-Version nicht? Ja, Tainted Cain ist wahrscheinlich ein großes Elend auf Konsole. Okay, ich sehe schon, Leute sind relativ zufrieden mit der Switch-Version. Okay. Keine Ahnung, was dann so speziell für mal das Problem war. Oh mein Gott, das ist so viel Feuer. Oh, das ist ein Run. Das ist ein Run, meine Freunde. Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade daran, dass ich ein, zwei Mal mit Tainted Eve bei Mega-Satan war. Und dann jedes Mal vergessen habe, auf meine Leben zu schauen, weil der Bosskampf so lange geht. Und dann daran gestorben bin. Das heißt, wir werden mal ein bisschen tippeln an dem Punkt. Okay. Der verdoppelt die Sachen nicht. Der macht keinen Gera-Effekt. Er verdoppelt nur ein einziges Item im Raum. Beziehungsweise ein Consumable. Das heißt, ich kann da nur eine Bonuskiste jeweils rausbekommen. Und hey! Wir haben es geschafft! Und wir haben die gute alte Pferdepille bekommen. Haben wir ein paar Pferde hier? Wenn ja, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Edmund hat angedeutet, dass es eine Itembeschreibungen kommen soll nach online. Ein paar Texte würden auch bearbeitet. Die müssen endlich die fucking Item Descriptions ins Spiel bringen. Ihr könnt das den Konsolenspielern nicht länger antun. Sie haben es verdient, die Item Descriptions, die Option zu haben. Das haben sie sich verdient. Apropos, Tainted Eve, guter Run gegen Ende geworden. Der war noch dämlich stark, vor allem wenn wir das Feuer gemacht haben.